Hallo Leute, endlich ist es soweit, Jedi Fallen Order. Es wird ein Projekt und ich bin irgendwie schon extra die gehypt drauf. Ich habe schon mal gespielt, ja, aber halt natürlich für mich selber. Und ja, so ein Video geht immer so circa 20 bis 30 Minuten, aber ich probiere es halt immer so ein bisschen weniger zu lassen. Ja, wir machen wie die Großmeister. Shit, ist natürlich nicht, irgendwann würde ich die ganze Zeit verrecken. Und rein in den Lachs. Wir werden mal sehen, wie es ist, wa? Ich werde übrigens nicht immer, wenn die irgendwie reden oder so, einfach immer da zwischen reden, if you know what I mean. Alles so passt, ich hab's probiert, vielleicht müsste ich besser machen. Mal gucken. Es sieht schon episch aus, muss man sagen. Die ganze, also diese Raumschiffe geben so Flashbacks an die ersten Teile von Star Wars. Oder auch The Clone Wars für die Serien. Aber wenn ich schon die Musik höre, ist so wild. Dein Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mantena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Karl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Oh, verfolgen wir mal den Fettsack. Ja, okay. Das ist einfach so gar kein Ding für ihn, darüber zu springen, ne? Der Typ, wie kann der Typ eigentlich schneller als ich sein? Ich kann einfach noch nicht mal springen. Keine Sorge. Boah. Hier oben. Überholt habe ich ihn. Hallo. Nach dir, Junge. Hallo. So, First Try. Boah. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lokal gesehen. Ja. Ewig. Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Okay, ich glaube, das ist ein Schifftrenner, oder? Also das fette Ding da. Der, guck mal, das sieht schon episch aus. Kann mir jeder sagen, was er will. Ja gut. Ja, voll zu alles umbringen. Okay? Mit Samba, den Klammern. Ach so. Hallo. Oh, Mann. Mensch. Ah, ich kann nicht sprechen. Aber kein zugelassener Müll. Hey, wie ein lustiger Witz von ihm, Mensch. Ja, jut. Okay. Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Klettern macht so viel Spaß, Mann. Juhu. Dann werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlichen. Das wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Ja, was wollen die denn machen, Junge?
Ja, die Geldgeier. Leiste nicht, Kerl. Ist ja nichts zu sehen. Ich auch. Ich sehe sie gar nicht. Das ist der Plan. Das ist der Jump. Der Kletterer auch wie eine Legende. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Hier ran, oder? Komm schon. Jawohl. Ja, ach so, okay. Klingt gut, bin in Kürze dort. Als wäre er so Profisportler oder so. Er ist einfach schneller hochgekommen, als weiß ich wer. Mensch, ihre Lust. Das ist ein schöner Jump. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Outplayed. Oh! Easy. Immer diese Rutschen, ne? Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Jo, das sieht so episch aus. Okay, sollte. Wo muss ich hin? Wo muss ich. Ah! Jetzt. Hallo, hä? Muss ich. Ah! Und dann geht einfach durch mich durch. So wild aus. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Kann der das nicht einfach machen? Alles klar, du bist dran. Achso, nicht, dass ihr euch wundert, warum Untertitel an ist. Falls man irgendwie, also falls jemand nichts versteht, ja. Wenn ihr es irgendwie ausmachen soll, schreibt es einfach unter die, in die Kommentare. Ah! Oh, springen. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schutzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja. Wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Das war jetzt wirklich ein bisschen rumgeslidet, Junge. Der Typ nimmt einfach alles mit, was im Weg ist, ne? Also der Typ, der da. Oh. Bro, alles okay? Kerl, ich komm nicht rauf! Bro, durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Bro, nein!
Was für wildes Slow-Mo. Alles okay, Pro? Mir geht's gut. Bist du fest? Kein Pilot. Wenn das hier raus, durchhalten. Vorsicht, Karl! Achtung! Das Ding kann kaum fliegen. Moment! Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ich hoffe, ich kann auch mal irgendwann wieder was machen. XC. Aber bisher reden die einfach nur. Guck ihn dir an. Mensch. Ja. So? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Tepas schuldet mir was. Bist du nicht gerade Arscher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Mann, hat er lang geschlafen. Ah, guck mal, hier schon wieder Schleichwerbung. Ich sehe so, hallo. Prof? Ach, scheiße. Prof, warte. Aha. Hä? Wo ist er hin? Hey! Wo willst du hin? Mensch, warte doch mal. Guck mal, aber ich kann auch wieder nicht rennen. Als würde er da einfach so geschillt weiterlaufen. Also ich. Das ist ja für immer noch probieren. Na, Freunde! Bleib stehen. Ich will dich. Ja, okay, ist als wenn der selbst der Typ schneller ist als ich. Ich spüre einfach die Tür. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur. Junge, einfach Thanos in 70 Jahren. Wir halten an, Prof. Ja. Was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit!
ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Warum Flex mit dem Raumschiff? Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ehrenlos. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Das ganze Imperium hops. Und zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur so ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, so ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Wie froh sie darüber ist. Sie ist richtig proud darauf, dass sie mich hatte. Was ist das? Überprüfe die Störung. Das tut weh. Als würden wir mich schießen, das ist doch so behindert. Keine Bewegung. No fun. Wie kommst du hierher? Ganz gut. Mensch. Ich werde dich besiegen, Jedi. Viel zu leicht. Hast du das über den Funk gehört? Ein Jedi? Sei Wasser. Der Verräter. Feuer. Muss ich das auch bei dir machen? Ach so, ja, okay. Die beide bitte gleichzeitig schnell schießen. Du auch? Jetzt bitte? Danke. Ja, okay, es reicht doch. Ich hab's so langsam verstanden. Ist das Schild durch? Hä? Ja. Muss ich lang? So. Ein Ausweg. Leben am Limit. Bewegung bleiben. Ich habe dich heute Morgen nicht beim Training gesehen. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So aufpassen! Holen wir ihn uns! Oh nein! Yeah. Jawohl, Junge, weggeschlitzt. Muss ich einfach so machen. Ja. Du hast sie alle aufgeschaltet. Komm, greif mich an. Oh Gott, das war so ein Todesschild. Was? Was ist parieren? Achso. Jeet. Viel zu leicht.
mal, er ist richtig irre, dass der Greifer von der Außenmitte halt hat. Herr Sack. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich mal. Aber wo soll ich denn immer hier hin? Hä? Achso. Ja, ach so. Ich hab ihn gefunden. Schlitz. Ab dafür, bam. Ab dafür, Bats und Beat. Viel zu leicht für mich. Halt den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt! Hä, ja, das Zett ist ein Lappen, der trifft mich sogar auf das Zett. Scheiße! So. Jawoll. Guck mal, soll er ruhig schießen? Ach so, wie oft schießt er denn? Er ist hier. Ich bin bereit für ihn. Ah! Ehrenhaft. Ah, die kommt noch. Ich muss runter. Ja. Wo soll ich denn hin? Wow! Das ist übel! Ich kann nur rauf! Wo klettert der Typ denn auch lang? Hätten die mich jetzt einfach nicht mitnehmen können, ganz ehrlich. Wollen hier noch, dass ich Sport mache oder was? Ach so, ja, okay. Nein, hier lang. Mann! Spring doch! Jo, du musst einfach noch da oben. Danke. Ey. Ja, komm, greif an. Wie war das tot? Schießen die irgendwas? Ah. Ey. Okay. Sehr episch. Das wirst du bereuen. Hä? Bitte schieß. Danke. Was jetzt? Der Zug hält? Das
sieht aus wie der Millennium Falcon. Das ist nicht gut. Ja, fast. Och Mann, ich hasse dieses Rutschen durch. Ich stoße da jetzt gegen jedes zweite. Oh, ich clean. Jawohl. Hey, komm. Ab dafür. Ja, okay. Hops genommen. Jeder, dass er das überlebt, okay. Ist der Gott oder was? Wohin des Weges? Alter, ich glaub, die will mich anmachen. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ja, ich bin eingebildet. Ja, guck mal. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Oh Mann. Ich bin noch viel besser als du, cool. Haha. Komm, Schlag. Ja, blöd, wa? Schneller als ich dachte. Aha, hallo. Meine Geduld hat Grenzen. Ah. Junge. Hier. Guck mal, ich steff all deine scheiß Angriffe, du Loser. Batz, Junge. So macht man das. Du kannst nix. Das ist schlecht. Och, nee. Muss ich jetzt nicht den Knopf da treffen? Okay. Los! Junge, es ist anstrengender als jede Matheaufgabe. Oh. Viel zu leicht. Schnell an Bord! So Leute, damit es spannend bleibt, wa? Ich beende damit die erste Folge von dem, meiner Meinung nach, actually nice Projekt Star Wars Shadow Fallen Order. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal.